Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Seltsam, aber vielleicht erstaunt es Sie ja auch, dass wir Deutschen trotz dieser überaus rentablen Atomkraftwerke, die vermutlich jetzt weitere Jahre oder Jahrzehnte noch rentabler laufen werden, durchschnittlich mehr als 20% höhere Energiepreise haben als der Durchschnittseuropäer. Nun soll mal einer sagen, sowas hätte System über Jahre. Dann würden ja dahinter tatsächlich Interessensgruppen stehen, die den Staat oder gar die Politik, die ja unser Wohl will, zum Schweigen gebracht und zum Nachteil des Bürgers beeinflusst hat. Aber das ist doch absurd, oder? Eine Verschwörungstheorie. Wie könnten Unternehmen derart massiven Einfluss nehmen auf die Willensbildung und die Entscheidungsprozesse in einem demokratischen Staat, vorbei an der Öffentlichkeit, vorbei an Bestimmungen? Willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung über Lobbyismus, unserem heutigen Thema. Wenn man in einem ersten Anlauf Lobbyismus und Korruption unterscheidet, zu Recht, denn Lobbyismus ist legal, Korruption nicht, muss man da nicht sagen, dass Demokratie Lobbyismus geradezu braucht? Unsere Demokratie lebt doch vom Pluralismus der Interessengruppen, die ein Recht haben, sich frei zu äußern und zu entfalten. Genau das bedeutet Demokratie ja. Der Unterschied zwischen dem Pluralismus in einer Demokratie und einer korrupten Bananenrepublik oder einem faschistischen Staat besteht darin, dass es demokratische Regeln gibt für den Kampf der Interessen. Demokratie ist sozusagen geregelter Lobbyismus. Zwar Kampf um Macht, aber nach klaren Regeln, die in einer Verfassung niedergelegt und unbedingt und unter allen Umständen einzuhalten sind. Menschenrechte beispielsweise dürfen nie und von keiner Lobby außer Kraft gesetzt werden. Soweit so gut. Dennoch arbeiten Lobbys gezielt an der Beeinflussung von Gesetzesvorhaben. In Berlin werden Gesetze gemacht. Das zieht Konzernrepräsentanzen, Verbände, politische Vertretungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, politische Initiativen magisch an. Denn sie alle wollen nah dran sein. Am Ort der Entscheidungen, dem Deutschen Bundestag. Demokratie lebt vom Kampf unterschiedlicher Interessen. Ohne Pluralismus wäre das Volk nur unzureichend an politischen Entscheidungen beteiligt. Doch die gewählten Bundestagsabgeordneten sind keine Experten und auf das Fachwissen der Interessenvertreter angewiesen. Lobbyisten fungieren als Berater. Die Bezeichnung Lobbyist leitet sich aus dem Wort Lobby ab, das Vor- oder Wartehalle bedeutet. An diesem Ort außerhalb des Parlaments fand bereits in römischer Zeit ein Informationsaustausch statt, der die Willensbildung beeinflusste. Heute arbeiten rund 5000 Lobbyisten in der deutschen Hauptstadt. Mit einem Hausausweis für den Bundestag ausgestattet, haben sie uneingeschränkten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern. Auf der offiziellen Lobbyliste des Bundestags sind mehr als 2000 Vereine und Verbände registriert. Sie alle beliefern die Abgeordneten mit Informationen und Wünschen. Dabei gehen den Lobbyisten Public Affairs Agenturen, Anwaltskanzleien und Denkfabriken in großem Stil zur Hand. Aber Lobbyisten sind nicht nur Berater. Sie wollen für sich und ihre Interessensgruppen Vorteile schaffen. Im besten Fall Einfluss auf Gesetze ausüben. In den vergangenen Jahren ist der Lobbyismus zunehmend in Misskredit geraten. Denn 2004 entwickelt die Rot-Grün-Regierung ein Personalaustauschprogramm, den Seitenwechsel. Mitarbeiter aus den Bundesministerien und aus der freien Wirtschaft wechseln als Leiharbeiter zeitweise ihre Arbeitstische. Sie sollen die Prozesse und Strukturen der Gegenseite kennenlernen. Reiner Erfahrungsaustausch, hieß es. Doch im gleichen Jahr decken Journalisten auf, dass eine Juristin eines Investmentverbandes im Finanzministerium saß und ein Gesetz mitformulierte, das Hedgefonds, bis dato auf dem deutschen Markt verboten, legalisierte. Im Verkehrsministerium war ein Mitarbeiter von Daimler Chrysler zu einem Zeitpunkt tätig, als an der Umsetzung der Lkw-Maut gearbeitet wurde. Er kopierte interne Unterlagen und nahm wichtige Papiere mit. Daimler Chrysler gehörte damals zu einem Bewerberkonsortium. Genau dieses Unternehmen bekam den Auftrag. Nicht nur in diesen beiden Fällen setzten Lobbyisten ihre Eigeninteressen erfolgreich durch. Überhaupt sind Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik enger und undurchschaubarer geworden. Ehemalige Lobbyisten großer Konzerne sitzen heute in den Ministerien
und Spitzenpolitiker übernehmen unmittelbar nach der politischen Karriere lukrative Aufsichtsrats- oder Vorstandsposten. Roland Koch sucht zurzeit sein Glück in der freien Wirtschaft. Joschka Fischer heuerte als Berater für RWE an, wo Wolfgang Clement im Aufsichtsrat sitzt. Und Gerhard Schröder arbeitet für eine deutsch-russische Pipeline. Die Akteure des Lobbyismus stehen immer mehr im Spannungsfeld zwischen notwendiger Interessenvertretung und demokratiefeindlicher Manipulation. Beratung, Korruption. Wo hört das eine auf? Wo fängt das andere an? Gut, das eine ist legal, das andere nicht. Aber Politik ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess. Er ist nicht linear, durchzogen von unübersehbaren Wechselwirkungen und Effekten. Solche Prozesse im Detail festzuschreiben oder definieren zu wollen, ist vermutlich ähnlich vergeblich wie der Wunsch, all das voll und ganz zu verstehen. Wenn Politiker behaupten, sie könnten das, machen sie in der Regel nur Lobbyarbeit für sich selbst. Niemand versteht ein derart komplexes System wie Politik und Gesellschaft durch und durch. Und falls sie das jetzt kratzt, die meisten Lobbyisten schert das überhaupt nicht. Sie kümmern sich in erster Linie um ihre eigenen Interessen, nicht um das Ganze. Nun sind aber nicht alle Interessen gleich schlecht, nur weil es Interessen sind. Es gibt ja durchaus auf die gesamte Gesellschaft und ihr Wohl zielende Interessenverbände. Wer aber kann klar sagen, diese Interessen sind gut, jene nicht? Wenn Lobbyvertreter die Mächtigen beeinflussen, muss das nicht zum Schaden der Demokratie sein. Auch viele gemeinnützige Vereine suchen das Gespräch mit den Politikern im Kampf für das Gemeinwohl. Zum Beispiel Greenpeace. Neben den Kampagnen gegen Genmais oder gegen die Ölplattform Brandspar steht immer auch das Gespräch mit Regierungsvertretern. So hat Greenpeace viel erreicht, wie etwa erst vergangenes Jahr, als die letzten finnischen Urwälder unter Naturschutz gestellt wurden. Ein anderes Beispiel ist Amnesty International mit der Lobbyarbeit für Gefangene und gegen die Todesstrafe. Immer wieder wurden Gesetzesänderungen für mehr Humanität erreicht. Einst als Verband für Kriegshinterbliebene gegründet, hat sich der Sozialverband VDK zu einer mächtigen Lobby für Rentner, Behinderte und Arme gewandelt und kämpft für ihre Belange. Und auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die noch nicht einmal öffentlichkeitswirksam protestieren können, haben eine Lobby. Der Deutsche Kinderschutzbund kämpft seit 1953 für die Rechte der Kinder. Sein Vorsitzender, Heinz Hilgers, ist immer wieder in Berlin, um dafür zu sorgen, dass nicht nur mächtige Wirtschaftsinteressen wirkungsvoll vertreten werden, sondern auch die von Kindern und Familien. Ja, wir nennen uns ja bewusst die Lobby für Kinder. Wir haben zwei große Säulen. Das einmal ist unser helfendes Handeln, ist die eine Säule. Und die zweite Säule ist eben die Lobbyarbeit bei Bund, Ländern und Gemeinden. Und in der Öffentlichkeit für die Interessen der Kinder in Deutschland. Und deswegen verstehen wir so auch Lobbyarbeit nicht als Schimpfwort. Kinderarmut in Deutschland ist neben Gewalt gegen Kinder einer der Schwerpunkte von Hilgers Arbeit. Die neuen Hartz-IV-Regelsätze für Kinder, die Chipkarte, die armen Kindern die Teilnahme an Bildungsangeboten sichern soll, das sind aktuell wichtige Themen. Der Kinderschutzbund wird von den Politikern gehört. Auch weil er in den Medien präsent ist. Das kommt schon mal vor, dass ich, je nachdem, wie man behandelt wird und wie so ein Gespräch von Regierungsmitgliedern gestaltet wird, dass ich zornentbrannt da rausgehe. Und dann sage ich das auch laut, dass ich jetzt das alles im Mittagsmagazin oder in der Tagesschau erzähle, was ich hier persönlich sagen wollte. Manchmal ärgert Hilgers die Arroganz der Macht. Und da, wo andere Lobbyisten mit Vergünstigungen und Einladungen bis an die Grenze der Bestechung arbeiten, kann der Kinderschutzbund nicht mithalten, weil keine starke Wirtschaftsmacht hinter ihm steht. Es ist manchmal ärgerlich, wenn wir Gespräche haben und die stehen dann auf und sagen, wir haben jetzt gleich eine Einladung des Bundesverbandes, parlamentarischer Abend des Bundesverbandes der Energieversorger. Das können wir uns nicht leisten und wir wollen dafür auch kein Geld ausgeben. Und deswegen ist es gut, dass wir auf andere Weise die Kontakte suchen und auch finden. Interessant für Politiker ist der Kinderschutzbund auch, weil er 50.000 Mitglieder hat und Träger vieler Einrichtungen ist. Diesen Berliner Schülerladen, in dem die Kinder begeistert Jonglierbälle basteln, gäbe es ohne den Kinderschutzbund nicht.
unsere Gesellschaft kinderfreundlicher machen. Dazu hat der Kinderschutzbund schon viel beigetragen. Vor allem durch seinen größten Erfolg. Die Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts. Wenn ich daran denke, dass wir als Kinderschutzbund 1979 die Forderung aufgestellt haben, dass jedes Kind das Recht auf gewaltfreie Erziehung hat und dass das in das bürgerliche Gesetzbuch in den 1631 sollte, wo bis dahin das Züchtigungsrecht der Eltern stand und uns das erst zum 01.01.2000 gelungen ist, dass das Gesetzeskraft bekam. Da sehen Sie mal, was man für dicke Bretter bohren muss, um im demokratischen Prozess in Bonn früher und jetzt in Berlin Erfolg zu haben. Es gibt also auch guten Lobbyismus. Und es gibt mit Organisationen wie Transparency International sogar Lobbys, die anderen Lobbyisten auf die Finger klopfen. Wenn Lobbyisten Gesetze beeinflussen, wird das von Transparency International ebenso aufgedeckt wie durch die Organisation Lobby Control. Damit nicht die Wirtschaftslobbys die politische Entscheidungsfindung verfälschen, sondern die sozialen Lobbys die Demokratie stärken können. Als Gäste begrüße ich heute Edda Müller. Schönen guten Abend. Seit diesem Jahr Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Sie war von 2001 bis 2007 Vorsitzende des Bundesverbandes der Verbraucherverbände und im Kabinett von Heidi Simonis als parteilose Ministerin für Natur und Umwelt zuständig. Und sie lehrt Politikwissenschaften an der Hochschule Speyer und der Quadriga Hochschule in Berlin. Dann begrüße ich Marianne Tritz. Schönen guten Abend. Seit März 2008 Geschäftsführerin des DZV, das ist der Deutsche Zigarettenverband. Zuvor war und ist sie langjährige Atomkraftgegnerin und Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und ich begrüße Thomas Leif. Guten Abend. Politologe, Autor, Journalist, Chefreporter Fernsehen beim SWR sowie ehrenamtlicher Vorsitzender von Netzwerk Recherche. Er hat sich in mehreren Büchern und Artikeln mit Lobbyismus auseinandergesetzt und lehrt als Honorarprofessor an der Uni Koblenz-Landau. Ich habe ja ebenso nebenbei Demokratie als geregelten Lobbyismus definiert. Ist das okay? Sind wir soweit d'accord? Ich glaube, das ist nur eine Definition, die ist wirklich Skobel-spezial, weil die wird man so wahrscheinlich in keinem Lehrbuch finden, weil das Demokratie wird ja als Interessenvertretung des Volkes gesehen. Und Lobbyisten sind aus meiner Sicht eben nicht legitimiert. Sie vertreten eigene Interessen und vertreten nicht sozusagen das Gemeinwohl und haben auch nicht das Gemeinwohl im Kopf, sondern Spezialinteressen. Von daher ist doch schon ein fundamentaler Widerspruch in dieser Frage, ob das demokratisch ist. Wobei wir gerade ja eben gesehen haben, es gibt ja durchaus Lobbyisten, die das Allgemeinwohl im Auge haben. Richtig. Die unterliegen ja auch ganz anderen Kontrollmechanismen, Transparenzregeln. Und ich glaube, den Gegensatz kann man am besten klar machen. Ein Altana-Manager hat zu mir mal gesagt, unsere Arbeit als Lobbyisten ist prinzipiell nicht öffentlichkeitsfähig. Prinzipiell nicht öffentlichkeitsfähig. Das Prinzip der Demokratie ist aber Öffentlichkeit, ist Kontrollmöglichkeit. Von daher ist der fundamentale Widerspruch zu Lobbyismus und Demokratie. Ich denke, ich bin genauso kritisch gegenüber bestimmten Formen des Lobbyismus, über die wir wahrscheinlich noch reden müssen. Aber die Demokratie braucht natürlich auch das Organisieren von bestimmten Interessen und das Artikulieren von Interessen. Verbände haben in unserer demokratischen Politik die Funktion und hatten immer die Funktion, zunächst mal Interessen zu bündeln, viele Menschen, die gleichen Interessen haben, denen eine Stimme zu geben, auch dafür zu sorgen, dass auf die Politik nicht Tausende von unterschiedlichen Stimmen einhören, sondern Integrieren von Meinungen innerhalb der Verbände und schließlich natürlich auch Entscheidungen in die Gesellschaft zu vermitteln, damit eine bestimmte Funktion oder ein bestimmter Gesetzesvorhaben dann in der Realität auch umgesetzt wird. Also legitimiert, das ist die, ja. Das ist die demokratische Funktion. Das Problem, das wir haben im Lobbyismus, ist, dass nicht alle Interessen sich gleichermaßen gut artikulieren können und dass wir in den letzten Jahren Erscheinungsformen haben, wo nicht mehr die Verbände im Wesentlichen hier die Partner der Politik sind, sondern eine ganze Reihe von unterschiedlichen zum Teil kommerziellen Beratern, die dann genau diesem Problem unterliegen, nämlich mangelnde Transparenz, Methoden, die wir auch kritisieren, die man im Grunde nicht mehr demokratisch kontrollieren kann.